Hallo, liebe interessierte Zuschauer. Heute zeige ich euch mal eine kleine, winzige Barockdose, wie man die ganz einfach, ja, einfach nicht, aus einer Plattentechnik herstellen kann. Hier zeige ich mal so ganz speziell, das ist eine Tapetenwalze. Da hat man früher Tapeten selbst gemalt an die Wand und die nehme ich sehr gerne, um Strukturen in den Ton reinzubekommen oder halt auch zu malen. Da ist hinten ein Schwamm dran, geht wunderbar für Glasuren. Aber hier zeige ich euch, wie man da eine Struktur an diese Platte reinmacht. Und dann habe ich da schon von Natur aus im Ton ein wunderschönes Muster. Wenn man nicht malen kann, ist das ideal. Da wird eine ganz normale Platte ausgeschnitten, damit eine Dose entstehen kann. Erstmal eine ganz normal, wie man das macht in der Plattentechnik. Ausschneiden, zusammenfügen und verbinden miteinander. Mit Hilfsmitteln, mit Schlicker und mit Händen. Und damit man eine andere Form herausbekommt als immer nur eine Röhre, schneide ich da jetzt kleine Dreiecke rein. Und die verbindet man dann wieder mit den Ecken, mit Schlicker. Und schon wirkt das ganze Teil ein bisschen eckiger. Man muss immer diese Ecken dann wieder verbinden, ist ganz wichtig. Und jetzt mache ich als nächstes erstmal den Boden. Das ist am besten, wenn man das da so oben drauf macht, da kann man das zuschneiden. Ich suche immer irgendein Mittel, was man daneben kann, schneidet das zu, rändelt das aus und dann hat man da ein wunderbares, schönes Loch, was einigermaßen gerade ist. Dann nimmt man die Platte und setzt sie da drauf. Hier sieht man, wie ich diesen Ton unten an diese Dose randrücke, diese Platte, und dann gleichzeitig noch die Ecken ein bisschen hervorhebe, damit es wirklich ein bisschen der Stil dieser Dose ein bisschen barocker wirkt. Und damit die Dose nicht ganz so gerade hochgeht, nehme ich einen Griff von etwas anderem und versuche diese Dose ein bisschen bauchiger zu formen, indem man einfach die Hand nimmt von der Außenwand, dass das Muster nicht zerstört wird, und von innen schlägt man vorsichtig wie einen kleinen Hammer dagegen und dann wird diese Dose immer bauchiger. Das sieht man schon, ne? Sie wird richtig schön bauchig und nicht so gerade wie eine Röhre. Und damit man oben das nicht genauso langweilig ist, lasse ich das natürlich nicht rund, sondern mache da auch wieder kleine Ecken rein, verbinde die wieder, damit das diese Ecke, diese unten, die Ecken da oben sich wiederholen. Um den Touch des Barocken noch ein bisschen hervorzuheben, nehme ich so einen Ausstecher, ganz normale Ausstecher für Kekse, und steche da kleine Blümchen aus und die setze ich auf diese spitzen Ecken da vorne oben drauf und die kommen auch später noch als Füße unten drunter. Somit wirkt das so richtig schön kitschig wie im Barockstil, ne? So soll das auch sein. Oben mache ich jetzt noch einen Deckel, den versuche ich da nur so oben drauf zu setzen.
indem ich den auch einfach eine viereckige Platte ausschneide und die mit den Dreiecken wieder einkerbe. Kerben nennt man dazu, genau. Damit es eine Erhöhung gibt für diesen Deckel, verbinde diese wieder, setze da auch wieder so einen kleinen Keksstempel obendrauf als Griff. Und gleich ist unsere Dose fertig. Also insgesamt habe ich für die Dose ca. 38 Minuten gebraucht, um die so fertig zu modellieren, wie sie da jetzt steht. Und sie steht jetzt in meinem Laden. Da kann man sie kaufen für ca. 20, nicht für ca., genau, für 20 Euro. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann würde ich mich über ein Like freuen, über ein Abo natürlich noch viel mehr. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.